Wer sich nun denkt, der Bildschirm ist absichtlich schwarz, der täuscht sich. Ich filme einfach nur verdammt früh am Morgen. Was tut man nicht alles für sein krankes Hobby? Es ist 6 Uhr und jetzt beginnt quasi der Wettlauf gegen die Sonne, gegen den Sonnenaufgang. Der ist um 7.41 Uhr und um diese Zeit würde ich gern auf dem höchsten Punkt in Berlin stehen. So, wir sind jetzt am Fuß, wer rauszieht, da ist ein Zaun mit fucking Stacheldraht. Und da soll jetzt irgendwo ein Loch drin sein. Wir haben nicht mehr viel Zeit, das ist schon hinten ganz hell. Und ich denke, ich filme dann einfach, wenn wir da hochkommen, filme ich einfach, wenn ich durch bin. Jetzt geht's erstmal darum, so schnell wie möglich da hochzukommen und auf den Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Es ist gehetzt, bis gleich. Ich habe so ein Déjà-vu. Ich fand schon immer, Berlin wäre eine verdammt hässliche Stadt. Das änderte sich an diesem Morgen. So, wir laufen jetzt erstmal runter und dann mache ich noch da vom See so ein paar Aufnahmen. Von der Seite, weil da ist echt geil. Das habe ich gesehen.
Ja, es ist kalt draußen. Bevor wir nach da hinten rumfahren, einen kurzen, riesigen Dank an den Bauarbeiter. Wir wurden erwischt und der Typ ist extra mit seinem Bagger was ganz nach oben gefahren, hat uns aber nur verwarnt und hat gesagt, okay, Privatgrundstück, haut bitte dann in ein paar Minuten ab, ist okay noch. Ja, ich habe mich schon von all meinen Aufnahmen verabschiedet und so, aber ging klar. Building a fortress, and we thought it was stronger. Gut, das war's mit den Argenbergen. Ich bedanke mich ganz doll fürs Zuschauen und schaltet einfach zur nächsten Folge ein, wenn sie schon draußen ist, denn es wird immer höher und immer geiler.